Ja, vielen Dank für die Einladung auch. Und vielleicht ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich komme aus der Philosophie, habe aber ursprünglich Mathematik studiert und arbeite, wie gesagt, jetzt in Zürich an der Kunsthochschule und beschäftige mich hauptsächlich eigentlich mit philosophischer Ästhetik. Aber das Thema sozusagen des Digital Disruption, also des digitalen Umbruchs, der Technisierung, der Technikkritik, ist ein durchlaufendes Thema gewesen. Mein Thema lautet Partizipation im Netz, das Verschwinden des Sozialen. Und Sie können ermessen schon am Titel, dass ich eine durchaus kritische Perspektive zu dem, was man Digital Disruption nennt oder eben den Prozess der Digitalisierung einnimmt. Ich verzichte auf PowerPoint und sozusagen die Projektion meiner Thesen auf einen Bildschirm, deswegen, weil ich denke, dass es gilt, einem Gedanken zu folgen und nicht sozusagen sich durch die kognitive Dissonanz sozusagen zwischen Bild, auch wenn es eine Schrift ist, und Vortrag dann hin und her zu schwanken. Ich verzichte deswegen darauf, weil es mir darauf ankommt, eben einen Gedanken zu entwickeln, dem es zu folgen gilt. Ist das laut genug? Sonst, ich kann hier auch das Ganze noch lauter machen, wenn Sie wollen. Okay, ist das besser? Besser, okay. Gut. Das, was ihr erwartet, sind ungefähr 50 Minuten Reflexion über den sogenannten digitalen Umbruch mit sehr vielen Ausflügen in die Geschichte. Theorien des Digitalen beziehen ihre Konjunktur aus einer zweideutigen Lage. Zum einen beziehen sie ihre Herkunft aus Visionen und Utopien der gegenkulturellen Aufklärung in den 1970er Jahren. Und aus ihnen sind vor allem dann die Medientheorien und Medienwissenschaften ja hervorgegangen, die den Digital Disruptor unter systematische Reflexion gestellt haben, beziehungsweise versucht haben zu stellen, oder besser, die ihn eigentlich nur beschreiben. Und nach deren Diagnose wir vor einer ebenso nachhaltigen Zäsur stehen wie die frühe Neuzeit mit der Erfindung des Buchdrucks. Alle Zeichen und Inhalte bisheriger Kulturen stehen damit auf dem Prüfstand, werden transformiert und von einer Entwicklung überholt, deren Dynamik kaum mehr vorhersehbar erscheint. Die mit der Digitalisierung verbundene technologische Wende, so die Analyse, werden sozusagen alle Lebensverhältnisse dermaßen verändern und von Grund auf durchschütteln, dass man mit Marshall McLuhan von sozusagen einer Massage sprechen müsste. Ich verwende diesen Ausdruck frei nach dessen mit Quentin Fiore verfassten Buch, dessen Titel eben nicht lautet The Medium is a Message, sondern The Medium is a Massage. Und damit meint er, alles wird sozusagen durch die medialen Formationen durchgeknetet und neu sozusagen aufgelockert und verändert. Was sind die damit verbundenen Hoffnungen? Und warum bildet die eigentliche Stelle der Zäsur die Periode des Aufbegehrens in den 1970er Jahren? Und nicht zum Beispiel die späten 40er oder 50er Jahre, die Zeuge sozusagen der mathematischen Theoretisierung dieses Phänomens wurden und auch der Erfindung und Konstruktion der frühen Computer, die damals eben noch Elektronengehirne genannt wurden. Tatsächlich ist die Digitalisierung ja sehr viel älter als diese 1970er Jahre Zäsur, zumindest ihr theoretisches Modell und dessen technologische Entsprechung, welche weit in die Anfänge des 20. Jahrhunderts und vielleicht sogar mit der Boolschen Algebra, die dem zugrunde liegt, und mit Charles Babbage und Lady Lovelace
Studien zur Difference Engine bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreicht. Bereits Alan Turing hatte das nach ihm benannte mathematische Schema der Turing-Maschine als eine universale Maschine bezeichnet, die alle berechenbaren bzw. mathematisch darstellbaren Probleme zu simulieren vermag. Zudem riefen Claude Shannons Informationstheorie und Norbert Wieners Kybernetik neben den Entwürfen zu einer allgemeinen Semiotik Mitte des Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts, ein neues Wissenschaftsparadigma aus, das sich spätestens seit den frühen 1960er Jahren anschickte, mittels zirkulärer Kommunikationsprozesse, selbstorganisierender Maschinen und Feedbackschleifen sozusagen die von vorher von C.P. Snow diagnostizierten zwei Kulturen, nämlich die Geistes- und die Naturwissenschaften, miteinander zu verbinden und so etwas wie eine Einheitswissenschaft zu begründen. Seither scheint es kaum mehr eine Grenze zu geben, die sich dem Erfolg der Digitalisierung widersetzt. Denken und geistige Prozesse werden mittels digitaler Algorithmen erfasst, die Neurowissenschaften folgen zum großen Teil immer noch dem Bild vom Gehirn als einem Computer. Netzwerke und digitale Kommunikationsströme formieren unseren Sinn des Sozialen, welcher von der Vorstellung einer integralen Partizipation beherrscht wird. Und Wissen und die Wissensgesellschaft sind eigentlich heute ohne digitale Archive und Datenverarbeitung undenkbar, wie gleichfalls mittels algorithmischer Statistik und Big Data auf völlig neue Weise die Ökonomen des Begehrens geregelt werden und geradezu vorausberechenbar wären, um nur einige dieser Konsequenzen zu nennen. Warum also, wenn all dies gewissermaßen schon durch das ganze 20. Jahrhundert zu gehen scheint, warum verorte ich die Zäsur dann ausgerechnet in die 70er Jahre, eben der Epoche der Revolte? Meine zweite zu dieser sehr skizzenhaft historischen These gegenläufige Annahme lautet entsprechend, dass die Digitalisierung nicht diesen beispiellosen Erfolg gehabt hätte, wäre sie allein aus der Technisierung der Kommunikation und der sie begleitenden Theorien hervorgegangen. Denn die Erfindung technischer Kommunikationsmittel, vom Telefon angefangen über Kinematografie und Fernsehen bis zum Computer und dem Internet, die bekanntlich die Grundlagen für medientheoretische Reflexion und insbesondere das Fernsehen für die erste medientheoretische Reflexion, nämlich für McLuhans und der kanadischen Schule, bildete, so wenig wie auch auf der anderen Seite Tape-Recorder und Videorekorder, die zum ersten Mal, das ist auch eine der Grundthesen der Medienwissenschaften, zum ersten Mal so etwas wie Reproduktionen und damit die Zitation von Bewegtbildszenen erlaubten und damit auch die Schneidung und die Lesbarkeit dessen gestatteten. Alle diese Momente erklären meines Erachtens den Disruptor, den Digital Disruptor, den in den 70er Jahren beginnt oder den man da verorten könnte, nicht. Ich möchte demgegenüber behaupten, dass nicht diese Ereignisse, die ich gerade genannt habe, die zweifellos zur Entstehung dessen, was man heute eine Kultur des Digitalen nennen könnte, beigetragen haben, ausschlaggebend waren, sondern eben die Miniaturisierung des Computers, die ja in den 70er Jahren erfolgt, also bis heute zu dieser Art von Geräten, die auf Demokratisierungsideen basierten, und zwar den Demokratisierungsideen der 1960er Jahre und eben binnen zweier Jahrzehnte die unterschiedlichsten medialen Formate zu einem einheitlichen Metamedium sozusagen zusammengeschlossen haben, sie miteinander zu verschalten und zu einem einzigen global funktionierenden Mediendispositiv weiterzuentwickeln. Und auch diese Tatsache wiederum alleine
wie Friedrich Kittler ja bekanntlich mit Blick auf die von ihm sogenannte universale diskrete Maschine ins Zentrum seiner Überlegungen gerückt hatte, wäre nicht so entscheidend gewesen, wäre sie nicht gleichzeitig durch eine nur in Kalifornien der 70er Jahre mögliche gegenkulturelle Bewegung grundiert worden, die mit ihrer charakteristischen Mischung aus sozialem und technologischem Utopismus den Personal Computer als eine Maschine der Befreiung und der Gegenoffensive gegen staatliche Kontrolle sowohl gefeiert hat als auch eben missverstanden hat. Es bedurfte also der Vision, der großen Vision, deren Geschichte Fred Turner in seinem Buch From Counterculture to Cyberculture nacherzählt hatte. Denn war besonders die kalifornische Aussteigerbewegung zivilisationskritisch orientiert und mit einem Grundverdacht gegen ökonomische Dynamik und auch gegen technologische Macht ausgestattet, wie vor allem ihr Emblem The Whole Earth Catalog demonstrierte, mutierte sie trotzdem innerhalb eines Jahrzehnts vom Romantizismus, wie man sagen könnte, zur technologischen Affirmation, die im Hypertext und den Cyber-Communities das Auftauchen neuer Gemeinschaftsformen auf der Grundlage egalitärer Partizipativität erträumten, um ihre einstige Herkunft eben genau auf den Kopf zu stellen. Und diese Umkehrung ist eben bemerkenswert und die stelle ich sozusagen voran, um verständlich zu machen, warum mit der Digitalisierung sozusagen die Partizipativität als eine Grundutopie mit auftaucht. Symptomatisch für diese Kehre, wie man sagen könnte, war unter anderem, dass der Autor des Whole Earth Catalog, Stuart Brand, nämlich nur wenige Jahre nach der Herausgabe den ersten Ausgaben des Whole Earth Catalog, den Whole Earth Software Catalog publizierte und 1985 das Netzwerk Whole Earth Electric Link mit dem Akronym WELL, was schon sprechend genug ist, gründete, das schnell dann zum Pionier von Online-Communities avancierte. Als Grundlagensprache adaptierte Stuart Brand die Philosopheme der Systemtheorie einerseits und natürlich auch der Kybernetik, zu denen andererseits später poststrukturalistische Vokabularien, dekonstruktive Vokabularien hinzukamen, die gleichzeitig deren eigentliches Anliegen rückhaltlos entstellten. Ich zitiere: As it turned out, schrieb Stuart Brand später, psychedelic drugs, communes und Buckminster Fuller Domes were a dead end. But computers were an avenue to realms beyond our dreams. Die Idealismen, die von Herbert Marcuse ausgerufenen großen Verweigerung zu den Online-Communities übergingen, bestand folglich im Phantasma, der PC könnte zu einer Dissidenzapparatur par excellence avancieren, zu deren Agenten der Demaskierung antidemokratischer und autoritärer Formationen hinzukamen und sich zu einem Dispositiv der Kritik weiterentwickelte, das nicht nur subversive Gegenöffentlichkeiten auszubilden verhelfe, sondern eben auch neue Arten von Gemeinschaften zu kreieren ermöglichte, welche imstande sein könnten, auf die klassischen Hierarchien beruhenden sozialen Strukturen endgültig zu sprengen. Das ist sozusagen die große Utopie der Zeit gewesen. Das Zauberwort dazu hieß Partizipation. Als Grundlage und Garant für direkte Demokratie. Doch muss man eben sehen und eingestehen, dass in den 2000er Jahren und heute daraus nichts anderes hervorgegangen ist als eine Transgression des Kapitalismus auf der Grundlage multinational agierender IT-Unternehmen, die mehr Ressourcen besitzen und verwalten als ganze Staaten und die immer noch Slogans verbreiten wie Don't be evil oder Making the world a better place.
da haben Sie noch diese ganze Erinnerung sozusagen an diese frühen Utopismen. Jenseits jeder Idee des Politischen und unterhalb staatlicher Gesetze lehren Sie buchstäblich Ihren Usern, die nur mehr zu Konsumenten unendlich akzelerierender Kommunikations- und Warenströme geworden sind, das, was sie in Zukunft werden wünschen und genießen wollen. Nicht, wie man meinen könnte, um sie zu kontrollieren, sondern um sie gerade freizusetzen. Und das ist eben schlimmer als Kontrolle. Cyberculture bedeutet dann die Erfüllung der Counterculture, wie es eben auch Fred Turner in seinem Buch pointiert hat, wie gleichzeitig ihr kompletter Ruin, ihre Umkehrung und Entstellung, die sämtliche damaligen Utopismen bis zum letzten Buchstaben, wie man heute sagen muss, verbrannt haben. Selten ist eine Zeit derart restlos Zeuge des Zusammenbruchs ihrer Visionen und ihrer Desillusionierung geworden wie unsere. Meine These ist folglich, dass die Digitalisierung und ihre Theorien bis heute dieser Zweideutigkeit aufsitzen. Und zwar im doppelten Sinne von aufsitzen, indem sie zum einen wörtlich darauf beruhen, also insofern ihnen sozusagen wie ein Gnom aufsitzen, wie sie ja andererseits als Selbstverkennung verfallen sind und ihnen in dem Sinne aufsitzen. Unsere Fähigkeit zur wissenschaftlichen Analyse, zur Kritik, wie auch zur Erkenntnis von Grenzen ist durch diese doppelte Illusion im eigentlichen Sinne, wie man sagen könnte, gezeichnet. Und es wird darum im Grunde Zeit, diese Visionen und diese Utopien, die einmal damit verbunden waren, sozusagen ihren Abgesang anzustimmen. Meine Überlegungen beziehen sich dabei heute auf das, was ich als Kern dieser Geschichte einer Verkennung ausmachen möchte, nämlich die mit der Digitalisierung und ihrer Vernetzung verbundene Ideologie der Partizipativität im Verhältnis zum Schicksal sowohl des Sozialen wie auch des Politischen. Also Partizipativität ist ja das Zauberwort, also was bisher auch in den Schulunterricht hineingeht und wie ich unlängst in einer Publikation las, auch das Zauberwort ist im Vorschulalter zwischen 0 und 3. Ich finde, da hört es einfach auf, von Partizipativität zu reden. Dabei nehme ich in einem ersten Schritt eine Begriffsklärung vor, im zweiten Schritt lege ich versuche ich in einigen Zügen eine historische Rekonstruktion vorzunehmen, und zwar der Formierung partizipativer Medienkonstellationen und ihrer Modellierung durch die Internetkommunikation im Zeitraum zwischen 1980 und dem Millenniumswechsel oder sogar bis heute, die ich unter Gesichtspunkten einer Auslotung ihres Dispositivs diskutiere. Im dritten Schritt untersuche ich dann jene Entwicklung, die mit Schlagworten wie dem Social Web, dem Postfaktischen sowie der Netzwerk- und Medienökologie operieren. Letztere werde ich dann in einem letzten Abschnitt mit Theorien des Sozialen konfrontieren, deren Elemente sich eben nicht unter deren Perspektive rekonstruieren lassen. Sozialitäten, das ist sozusagen meine Konklusion, auf die ich hinaus will, wie sie sich allein im Rahmen neuer Technologien und des Digital Rupture konstituieren, erweisen sich als reduktiv. Polemisch spreche ich daher von einem Verschwinden oder besser müsste man sagen von einem Schwinden des Sozialen unter den Bedingungen jener Partizipativität, die deren Politik einer neuen und direkten Demokratisierung mit deren Politik sozusagen eine neue und direkte Demokratisierung begründet werden soll. Dabei bin ich mir der Komplexität der Sachlage natürlich bewusst, sodass ich im Kontext dieser Vorlesung nur einige grobe Schlaglichter versuche zu werfen, die das, was ich als Problematik einer intrinsischen Einschnürung oder Verkürzung des Sozialen aufzuweisen suche, um es lediglich zuzuspitzen.
getreu der, wie ich finde, immer noch gültigen Maxime, dass sich die Wahrheit heute vielleicht doch nur durch ihre Übertreibung markieren lässt. Ich beginne also sozusagen als Präludium mit einer kurzen Begriffserklärung des Ausdrucks Partizipation. Das Wort leitet sich bekanntlich aus dem Lateinischen Participatio her und letztlich aus Pars eben zusammen und Capere, fangen, aneignen oder aufgreifen. Im Entsprechen im Deutschen die immer schon politisch konnotierten Ausdrücke wie Einbeziehung, Beteiligung oder auch Teilnahme sowie Mitwirkung, Mitbestimmung, Mitsprache. Radikale Demokratiekonzepte leiten sich von dort her ab. Allerdings präjudiziert diese allgemeine Bestimmung nicht, auf was sich eine solche Teilhabe genau erstreckt, wie weit sie reicht, ob sie spezifischer Rahmungen bedürfe oder wie sich der Begriff der Partizipation zu Begriffen der sozialen Beziehung, der Interpersonalität oder Interaktivität verhält. Anders ausgedrückt, das Mit, was ja überall vorkommt, Mitsprache, Mitwirkung, Mitbestimmung und so weiter, das Mit bleibt ebenso unbestimmt wie die Formen der Teilnahme. Tatsächlich liegt die Wortgeschichte aber tiefer und rührt an Fragestellungen, die so alt sind wie die klassische europäische Philosophie. Und ich verwende diese Erinnerung vor allen Dingen deswegen, um auszuleuchten, was alles auf dem Spiel steht, wenn dieser Begriff verwendet wird. So spricht Platon von Metexis und meint damit die Teilhabe an den ewigen Ideen, die überhaupt erst die Erkenntnis des Wahren und damit von Natur und Kosmos, wie auch der von ihnen abgeleiteten Polis garantieren. Der griechische Ausdruck, dessen Übersetzung das lateinische Wort Partizipation darstellt, ist über Platon hinausgehend insbesondere ontologisch gedeutet worden. Der Mensch ist der Welt und ihrer Erscheinungen teilhaftig, sodass das Partizipare nicht nur meint, jemanden an etwas teilnehmen zu lassen, sondern die Teilhaftigkeit als Seinsform sozusagen zu verstehen, insbesondere am Grund des wirklichen Selbst. Das heißt zuletzt etwas Gemeinsames miteinander teilen, zum Beispiel die Tatsache, dass wir Teil der Natur und ihrer größeren Ordnung sind. Entsprechend versteht die mittelalterliche Philosophie das Partizipare als Anteil an der Oikonomia Gottes, das heißt seiner Schöpfung als ein gemeinsames Haus, das uns als Teil eines Ganzen aufnimmt, in dem wir Teilhaber sind und folglich das folglich den gleichermaßen endlichen wie partikularen menschlichen Interessen immer schon vorhergeht. Partizipatives Denken hieße dann sozusagen dem Ganzen allererst nachzufolgen, worin der Mensch zurücktritt und sich in ein Verhältnis der Rücknahme und Selbstbescheidung begibt. Dagegen wird seit der frühen Neuzeit und vor allem seit der Aufklärung der Begriff umgekehrt normativ und dann auch politisch verstanden, das heißt mit Blick auf den anderen und seine Freiheit, deren Grenze unter dem Maxime eines allgemeinen Gesetzes gestellt wird, entweder als die sogenannte christliche goldene Regel des Ausgleichs und der Nächstenliebe oder eben als der kategorische Imperativ Kants, als dessen vernunftsorientiertem philosophischen Pendant. Überall dominiert darin die Vorstellung des Mit, des Mitseins, des Miteinanderteilens bzw. der gemeinsamen Teilhabe, unabhängig davon, ob man es ontologisch oder politisch versteht. In der, wie es Jean-Luc Nancy herausgearbeitet hat, in der Tat das unscheinbare Partikel, das sprachliche Partikel, die Präposition oder das Präfix, je nachdem wo es steht, mit bzw. das Attribut der Gemeinschaft das eigentliche Problem darstellt. Denn das Mit sei in Bezug auf die Gemeinschaft eigentlich, das ist die These Nancys, nicht erfüllbar. In Fortführung der von Maurice Blanchot in die Diskussion eingebrachte Analyse der Uneinstehbarkeit, wie es Blanchot ausdrückt, von Gemeinschaftlichkeit, geht es Nancy gerade um
das eigentliche, wie er mit Blanchot sagt, Désœuvrement im Sinne eines chronischen Ausstehens. Désœuvre meint eigentlich wörtlich das Nichtwerken oder das Nichtwerk. Es ist übersetzt worden von Christoph Thulen mit Entwerken, was man sicher machen kann, dennoch würde ich gerne den Sinn erweitern und Désœuvrement als das letztlich Unerwerkbare verstehen. Also Gemeinschaft ist etwas, was nicht das Werk sozusagen von Handlungen ist. Das Unerwerkbare, also dasjenige, was nicht Produkt ist, insbesondere nicht Produkt einer menschlichen Aktion sein kann. Das bedeutet auch, dass das mit als entscheidendes Moment des Sozialen nicht herstellbar ist, nicht erzeugt werden kann durch keine Form von Operation oder eben Partizipativität, auch immer. Weder durch eine Technik, noch sozusagen durch spezifische Praktiken, sondern dass es stets gleichsam sich erst im Kommen befindet, also noch in dem Sinne noch aussteht. Gemeinschaft, wie ebenfalls die Gemeinsamkeit, also Désœuvrement, ist somit beständiges Werden, ein immer erst zukünftiges und unabschließbares und damit auch nicht operationalisierbar. Vielmehr muss sich das Mitsein bzw. die Mitteilung, und hier verwendet Nancy den Ausdruck mit einem unterscheidenden oder unterteilenden Bindestrich dazwischen, der eben zugleich das Trennende und Verbindende betont. Also die Mitteilung und das Mitsein muss sich erst immer noch bilden. Es ist beständig noch unterwegs mit allen Konnotationen einer Passivität der Konstitution. Das lässt sich auch so ausdrücken, dass Gemeinsame wie das Soziale und seine Sozialität bleiben stets etwas Vorläufiges und damit Entzogenes, das sich in seinem Entzug als fortwährend prekär erweist. Folglich zielt das Mit als Offenheit oder Unbestimmtheit auf etwas anderes als die Partizipation eben, die ja meint, sozusagen mit einer bestimmten Technik oder einer bestimmten Art von Praxis diese Art von Mitsein oder Mitteilung oder auch Teilnahme herstellen zu können. Aus diesem Grund hat Nancy auch jegliche Technizität des Mitseins unter dem von ihm ins Spiel gebrachte Begriff der Struktion gestellt. Und das ist natürlich ein Neologismus, der sich aus der Dialektik von Konstruktion und Destruktion letztlich ableitet. Und nicht nur das Nebeneinander und zugleich einer Kopräsenz meint, so Nancy wörtlich, sondern weiter wörtlich Lektionen der Technik bezeichnet, deren Wortsinn das Truo, die Schichtung oder Häufung und Streuung meint, die gerade das Mit, das Zusammen, um das es hier geht, und mit denen auch die Möglichkeit der Teilhabe zerfallen lässt. Im Gegensatz zur gegenwärtigen Konjunktion von Theorien universeller Partizipation, die sich aus ebenso universellen Ökologien sozusagen formaler Relationalität herleiten, impliziert demnach die technische Partizipativität im Wortsinne eine Katastrophe, also eine Umwendung oder Zerfallenheit, die das Soziale, die es adressieren, umkehren und in eine Richtung drängen, die es als Soziales, als Gemeinsamkeit zwischen Alteritäten gerade umdrehen oder besser gesagt verdrehen. Und das gilt umso mehr, als, wie wir noch sehen werden, die Sozialität des Sozialen unter digitalen Bedingungen unter die Ordnung des Mathematischen gestellt wird, die ja eine spezifische, kalkulative und damit auch verfügbare Kontur verleiht, wie eben die statistischen Berechnungen kollektiven Begehrens im Zeichen zum Beispiel von Big Data und ihren Auswirkungen hinlänglich demonstrieren. Aufgerufen ist auf diese Weise noch einmal jene naive Emphase, die in der Computerisierung und ihren Netzwerken, insbesondere seit den frühen 2000er Jahren in der Erweiterung des Social Webs und des Ubiquitous Computing,
eine andere Politik und Ästhetik heraufziehen sah, die das lang ausgebliebene Versprechen des frühen Internets schließlich einzulösen schien. Und genau diese Einlösung dieses Versprechens, dem versuche ich zu widersprechen. Ich komme damit zu meinem zweiten Punkt, einer im engeren Sinne Kurzrekonstruktion sozusagen, der Mobilisierung des Internets als Sozialmaschine und ihrer Auswirkungen in den 1990er Jahren. Die verlangt einen Rückgriff auf eine weit ausgreifende Geschichte, die ich jetzt in einigen Stationen andeuten werde, nämlich der Geschichte der Technisierung der Kommunikation selbst. Und das ist eine Geschichte, die bis eben ins 19. Jahrhundert zurückreicht, aber begleitet wird von mannigfachen Theoretisierungen. Es ist aufschlussreich, dass in Bezug auf die Theorie des Sozialen seit den frühen 1920er Jahren der Begriff der Kommunikation im Zentrum steht, und zwar als Konstituenz sozialer Prozesse. Und als dieses Konstituenz wird die Kommunikation ins Zentrum aller Betrachtungen gestellt. Das ist keineswegs selbstverständlich, das möchte ich hinzusetzen, weil zuvor das Soziale anders rekonstruiert werde, und zwar als etwas, was durch die Arbeit und die Reproduktion, die menschliche Reproduktion gekennzeichnet ist, rekonstruiert worden war. Und die gesamte marxische Analyse und Gesellschaftstheorie beruht auf dieser Auszeichnung der Sphäre des Ökonomischen vor allen anderen Prozessen, insbesondere vor der Sprache und damit auch vor der Kommunikation. Demgegenüber haben George Herbert Mead und Talcott Parsons, wie ebenso der späte Wittgenstein, in der Sprache bzw. in Verständigungen und ihren Prozessen aus philosophischer und aus soziologischer Sicht einen unbedingten Vorrang dieser Praktiken für das Soziale hergeleitet. Doch bestand von Anfang an die Schwierigkeit darin, andere Dimensionen des Sozialen, die nicht sozusagen in Sprache allein aufgehen oder die nicht sozusagen durch die Kommunikation selbst schon verbürgt sind, zum Beispiel Vertrauen oder Gerechtigkeit, aber auch das soziale Gedächtnis, die Zeit skandierende Erinnerung, alle diese Dimensionen sozusagen verweigern sich einer Rekonstruktion im Lichte sprachlicher Prozesse. Ein Schritt wiederum in diese Richtung, dennoch die Sprache mit Blick auf soziale Formen, aber auch Formen der Gerechtigkeit und so weiter, die Sprache als sozusagen konstituierendes Element begründen zu können, ist insbesondere durch die Theorien des Performativen im Anschluss an Wittgenstein und besonders bei John Austin und John Searle versucht worden, die die Idee verfolgte, dass die Sprache als Verständigung selbst eine soziale Tatsache darstellt und selbst eine soziale Tatsache schafft, die qua Praxis Konsequenzen zeitigt, welche sozusagen ihre eigene normative Kraft mit sich führt. Habermas hat deshalb entsprechend von der propositional-performativen Doppelstruktur jedes Verständigungsaktes gesprochen, soweit wir uns einerseits mittels Sprache über die Welt unterhalten und uns zugleich durch sie auf andere im Modus einer ursprünglichen Wechselseitigkeit beziehen. Sprache umfasst also einen Referenz- und einen Beziehungsaspekt. Und soziale Verbindlichkeit entsteht nach diesem Modell vor allem durch das, was dann die illokutive Bindungskraft genannt wurde, die die Beziehungsseite Kraft ihrer Performativität allererst entfaltet. Habermas hat daraus eine ganze Theorie sozusagen der Normativität von Verständigungen abgeleitet, denn zu sprechen und sich mit anderen zu verständigen bedeutet, mit ihnen Obligationen einzugehen und diese Obligationen zu teilen. Und da taucht wieder das Teilen und die Partizipativität auf. Eine Teilung, die ohne die Funktion von Sprache zu zerstören, nicht einfach ausgesetzt oder übersprungen werden kann. Das Kardinalbeispiel dafür war das Versprechen.
ein Versprechen, das intrinsisch sozusagen mit einem moralischen Anspruch verwoben ist, nämlich dem Anspruch, es halten, es einhalten zu wollen, denn etwas versprechen heißt, seine Einlösung mit zu versprechen, selbst wenn man diesem Anspruch de facto vielleicht nicht gerecht zu werden vermag, aus welchen Umständen auch immer, aber andernfalls, wenn das nicht sozusagen kontrafaktisch mitgenommen wird, erodiert jede Verlässlichkeit und Sozialität, depraviert dann zur Willkür. Ähnliches gilt übrigens auch für den Wahrheitsanspruch von Überzeugungen, der eben nicht beliebig im Namen konstruktivistischer Modelle beispielsweise kassiert werden kann, ohne die Bedeutung dessen, was es überhaupt heißt, von etwas überzeugt zu sein oder eine Überzeugung zu vertreten, einzubüßen. Partizipativität oder das Modell von Partizipativität ist daran orientiert. Habermas vertrat insbesondere eine Auffassung von Reziprozität der Sprache und von gegenseitigen Anerkennungen, die durch das Miteinandersprechen sozusagen immer schon performativ vollzogen werden, sodass an Gesprächen oder Diskussionen teilnehmen heißt, den mit ihnen implizit verbundenen Regeln zu folgen, die nur zum Preis einer restlosen Zerstörung von Kommunikation und damit zum Preis von sozialen Pathologien gebrochen werden können. Daraus folgt nun anders formuliert, dass mit dem kommunikationstheoretischen Paradigma des Sozialen und dem a priori von Verständigungen der Ort von Partizipativität in der gemeinschaftlichen oder, wie es Habermas eben auch formulierte, konsensuellen Diskurs wanderte, der für gewaltfreie Diskussion stand. Das ist sozusagen der theoretische Hintergrund, in dem sich Partizipativität manifestiert und der dann sozusagen im Technischen versucht wird einzulösen. Allerdings ist die Garantie sozusagen dieser Wechselseitigkeit, Habermas damit gleichzeitig behauptete, so etwas wie eine symmetrische Konfiguration. Und diese symmetrische Konfiguration, jeder ist sozusagen gleich und steht sich gleich gegenüber mit den gleichen Rechten und dem gleichen Gewicht, macht überhaupt erst den Sinn des Partizipativen aus. Allerdings erzeugt diese Auffassung, die eben ein integratives Demokratiemodell, letztlich ein Demokratiemodell von Kommunikation verfolgt, das auf Konsensbildung aufgebaut wird, ihre eigenen Probleme. Eines dieser Probleme hatte Habermas in Antwort auf seine Kritiker selbst ausgearbeitet und zu beantworten versucht, nämlich die Differenz zwischen der Normativität konsensueller Praxis, die mit dem Prinzip von Aushandlungen zwischen allen Betroffenen ansetzt und dieses Prinzip universell setzt, und juridischen Prozessen, die ja nicht einfach ausgehandelt werden können, denn Gesetze gelten oder gelten nicht. Und die Frage, die damit verbunden ist, weil der ganze juridische Apparat sozusagen auf diesem Begriff beruht, der Frage eben der Gerechtigkeit. Beide verweisen auf die ungelöste Frage, inwieweit durch wechselseitige Anerkennung und der Teilhabe an Kommunikationsprozessen solche Universalien wie zum Beispiel die Menschenrechte überhaupt begründet werden können oder ob dazu nicht andere Grundsätze notwendig sind, andere Grundsätze als eben das rein egalitäre Bild von Kommunikativität. Ein anderes von Habermas nicht berücksichtigtes Problem ergibt sich aus der Vorannahme, die gewissermaßen die ganze Struktur von Partizipativität terminiert, nämlich die gleichsam transzendentale Voraussetzung der Symmetrie. Partizipatorische Ansprüche müssen qua Wortbedeutung schon immer schon symmetrisch verteilt werden, will man nicht Hierarchien, Abhängigkeiten und damit auch Inklusionen und Explosionen reetablieren. Doch sind, und das ist der entscheidende Punkt, zwischenmenschliche Beziehungen im Wesentlichen asymmetrisch. Sie sind eben gerade nicht symmetrisch.
die insbesondere aus der Phänomenologie des Anderen von Emmanuel Levinas hervorgeht. Danach ist echte Partizipativität in Bezug auf die Erfahrung von Autorität eben gerade nicht vertretbar, vielmehr geht uns der Andere insofern in einem entscheidenden Sinne immer schon voraus, asymmetrisch voraus, als er uns zuvorkommt und immer schon zuvorgekommen ist und wir uns inmitten einer Welt von anderen allererst definieren müssen. Identität ist abgeleitet und geht nicht sozusagen der Autorität voraus. Levinas macht das am Beispiel des Antlitzes deutlich, und wo im Französischen übrigens nur das Wort Visage steht für Gesicht, hat sozusagen eine kongeniale deutsche Übersetzung den bereits bei Levinas mit konnotierten religiösen Sinn des Gesichtigen durch die Wahl des Ausdrucks Antlitz betont. Antlitz, das sich etymologisch aus Antelitze, das heißt das Gegenblickende, das mich anblickende, mich stellende ableitet. Levinas assoziiert es mit der Nacktheit, denn das Gesicht, so Levinas, ist der einzige Körperteil, der zumindest hier in der westlichen Kultur, den wir gewöhnlich nackt zeigen. Und das bedeutet auch seine Ärmlichkeit gewissermaßen, seine Verletzlichkeit vorweisen, die gleichsam eine ethische Konnotation mit sich trägt, die vor aller Normativität kommt, nämlich, wie sich Levinas wiederum ausdrückt, die inständige Bitte, du wirst keinen Mord begehen, das heißt, die Nacktheit, die Ärmlichkeit, die Verletzlichkeit des Gesichtes oder des Antlitzes sagt, du, der es anschaut und gewahrt, dass es dir gleicht, wirst es nicht zerstören wollen, weil du damit deinesgleichen sozusagen zerstört. Die Erfahrung der Shoah entnommen, beginnt folglich Levinas' Philosophie des Sozialen mit, wie man sagen könnte, einer Departizipativität, also eben gerade einer Ungleichheit, einer Ungleichgewichtigkeit, nämlich der Rückhaltlosigkeit einer primordialen Transzendenz, die uns im selben Maße stellt und zur Verantwortung zieht, im buchstäblichen Sinne jetzt des Wortes ziehen, als sie uns entsubjektiviert und sozusagen unserer auf Gleichberechtigung drängenden Souveränität entmächtigt. Das lässt sich auch so ausdrücken, das Soziale beginnt eben beim anderen, beim Vorrang des Antwortens, vor jedem egologischen Wollen, vor der Intention, sodass die Partizipation wird ja als Anspruch auf Mitsprache im Wortsinne verstanden, erst ein sekundärer, also ein abgeleiteter Begriff darstellt. Noch anders gewendet, Partizipativität konstituiert nicht Sozialität, sondern umgekehrt, Partizipation macht erst Sinn unter Bedingung eines schon bereits gegebenen Sozialen, das früher kommt als alle Teilnehmer. Ich habe nun diesen Ausflug, sozusagen diesen Umweg über die Sozialphilosophie genommen, um insbesondere die Transformation dieses sozusagen Anspruchs auf Kommunikativität und auch insbesondere des engen Konnex zwischen Kommunikativität und Sozialität im Zeichen technologischer oder digitaler Bedingungen besser diagnostizieren zu können. Denn bemerkenswert ist erstens, und das ist wirklich bemerkenswert, dass im Zeitalter des Internets die These einer genuinen Sozialität der Kommunikation oder von Kommunikativität als Grundlage des Sozialen geradezu ubiquitär geworden ist. Also wir kommunizieren eigentlich nur noch und über die Kommunikation konstituiert sich dann das Soziale. Sowie zweitens, dass diese Grundkonstellation und die Kontroverse in Bezug auf die Grundlagen des Sozialen, also sowas wie die performative Reziprozität und die Wechselseitigkeit und Gleichheit als Voraussetzung von Verständigung versus Primarität und Asymmetrie des Autoritären, im Schatten der Technik und der Technisierung von Kommunikation jede Plausibilität verliert. Man kann sozusagen dieses Moment der Asymmetrie überhaupt nur verstehen, wenn man
von der Technik absieht und zu Face-to-Face-Kommunikation beispielsweise übergeht. Zudem ist entscheidend, dass Shannon in den 40er Jahren, und das heißt zeitgleich mit Parsons und eine Generation später als George Herbert Mead, seine mathematische Kommunikationstheorie begründete, die ja die Grundlage der Technisierung wird, die von jedem ausgetauschten Inhalt, weil es eine rein statistische Theorie ist, jedem Sinn der Rede absieht und auch sonst sorgsam alle Parameter des Sozialen aus dem kommunikativen Geschehen ausstreicht, sondern Kommunikation rein als ökonomische Struktur von Austausch und Transport verstand. Die Gehalte von Verständigung glichen dann Paketen, die gewissermaßen über einen Kanal verschickt werden oder auch eben zurückgeschickt werden. Das, was man Reziprozität nennt, geht jetzt über in sozusagen eine Sukzession. Erst wird ein Paket verschickt in eine Richtung und dann die Antwort wird in die andere Richtung zurückgeschickt. Die soziale Dimension von Sprache, also ihr Austrag als Gespräch, wie Hans-Georg Gadamer nicht müde wurde zu betonen, ist folglich in diesen Kategorien gar nicht mehr beschreibbar. Und das ist eben bemerkenswert, dass wir sozusagen die Fähigkeit verlieren, Kommunikation als einen solchen Prozess zu beschreiben, wenn wir sie nur technisch betrachten. Buchstäblich büßt die technische Konditionierung von Kommunikation, die Sensibilität geradezu für Soziale ein. An ihre Stelle rückt eine unidirektionale Mechanik, die Informationen hin und her schickt, um schrittweise und nacheinander Botschaft und Response zu steuern. Eine ganze Medientheorie technischer Informationsflüsse baut darauf auf, die nichts anderes untersucht als das, was man nicht mehr als ein Verstehen und eine Verständigung, also auch nicht mehr als eine soziale Praxis bezeichnen kann, sondern, und jetzt wandle ich ein Wort von Karl Marx ab, der das Kapital einmal als Geldmaschine, als geldheckendes Geld beschrieben hat, sondern es geht unter technischen Bedingungen um so etwas wie eine Kommunikation, hackende Kommunikation. Das heißt, als bloße Beschleunigung von Austauschströmen, denen es nicht mehr den Prozess sozusagen von Inhalten geht, um den es nicht mehr um vertretbare Aussagen geht, sondern allein nur um die Zirkulation und Geschwindigkeit von Codes und deren Rückübersetzung. Was technische Kommunikation bewirkt, worin sie ihr Dispositiv, also ihre Engführung und Beschränkung besitzt, vergessen wir nicht, ein Dispositiv ist ja etwas, was gleichzeitig etwas ermöglicht und begrenzt, lässt sich dann an dem ablesen, was das Schicksal derjenigen Prinzipien ausmacht, die für die philosophischen Kommunikations- und Sozialtheorien noch ausschlaggebend waren, nämlich die normative Rolle von Verbindlichkeiten oder die ethische Kraft des Autoritären und dem damit verbundenen Primat des Antwortens vor der eigentlichen Intentionalität des Dialogischen. Also wir glauben immer, dass wir sprechen, ich will etwas sagen und nicht schon, dass sozusagen dieses Sagenwollen immer schon im Modus einer Antwort auf geschieht, was ja eine ganz andere Modellierung verlangt. Entnehmbar sind die Entfremdungen, die damit mit der technischen Modellierung verbunden sind, den Details sozusagen der technischen Anordnung. Zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach lose ein paar dieser Details, die ganz offensichtlich auf der Hand liegen, nämlich zum Beispiel erstens die Tatsache, dass ich per Knopfdruck jeden Dialog abbrechen kann, ohne mich rechtfertigen zu müssen, und zwar mittels meiner einseitigen Entscheidung ohne Bezug auf den anderen. Das ist natürlich, wenn Sie sozusagen face-to-face jemandem anderen gegenüberstehen, gar nicht so möglich. Denn sobald sie einfach aufstehen und gehen, wird sie vielleicht der andere beschimpfen oder zurückholen wollen oder was auch immer.
Darüber hinaus die Tatsache zweitens, dass ich entgegen des Watzlawickschen Axioms, dass man nicht nicht kommunizieren kann, jederzeit natürlich Verständigungen kanalisieren und unterbinden oder filtern kann und damit auch über sie verfüge. Wenn wir sagen, dass wir erst überhaupt soziale Wesen sind als kommunizierende Wesen, dann verfügen wir nicht über Kommunikation. Und erinnern Sie sich da an das, was ich über das Desservement bei Nancy gesagt habe, das Mitsein, über das man nicht verfügen kann, das nicht sozusagen das Produkt einer Tat sein kann. Oder die Tatsache drittens, dass ich beispielsweise in den Chaträumen des Netzes verschwinden, in die Anonymität zurücktreten kann, ohne mich Kraft meiner Anwesenheit zu stellen oder auszusetzen, einem Gespräch auszusetzen. Allein die Tatsache, dass ich mich dem anderen im Dialog aussetze, ist etwas, was sozusagen durch die Anonymisierung im Netz selbst schon umgewandelt ist. Die ungehemmte Hassrede der Shitstorms ist ihre Konsequenz. Eine weitere Konsequenz ist, dass die geposteten Botschaften so wahr wie unwahr sein können, denn Wahrheit ist weniger eine Konsequenz von Übereinstimmung, also der klassischen Adäquatio Intellecto sed re. Denn eine soziale Funktion, Wahrheit als soziale Funktion aber bedeutet, dass sie gleichzeitig an Wahrhaftigkeit sowie an die von Michel Foucault ins Spiel gebrachte Parisia gekoppelt ist, also des Einstehens für eine Wahrheit. Besteht der Möglichkeit, mich jederzeit mit jedermann verbinden zu können oder alles und jedes kommentieren oder an jedem beliebigen Ereignis partizipieren zu können, sozusagen eine Art asoziale Selbstermächtigung entgegen, aus dem Spiel jederzeit heraustreten zu können, die Verbindlichkeiten zu verabschieden, wie auch die Verantwortlichkeiten aufkündigen zu können. Vielmehr wird Sozialität auf diese Weise zu einer geradezu manipulierbaren Masse, zu einem Instrument ökologischer Selbstregulierung, deren Korrelate die unendlichen narzisstischen Selbstdarbietungen bilden, von denen inzwischen die sogenannten sozialen Netze ja überschwemmt sind. Zwar sorgt die restlose Entmaterialisierung der Kommunikation für ihre universelle Ausbreitung, und das ist geradezu eine Gesetzmäßigkeit, je leichter sie kommunizieren können, umso mehr wird kommuniziert, umso mehr wird sozusagen Kommunikation expandiert und in die Zirkulation gebracht. Aber gleichzeitig sorgt die Entmaterialisierung der Kommunikation auch für das, was man das Verschwinden des Antlitzes nennen könnte, oder das Verschwinden des engen Konnexes zwischen Stimme und Gesicht, der den Grund von Responsivität und auch Responsibilität allererst ausmacht. Ich komme damit zum dritten und letzten Punkt. War der Ausgangspunkt meiner Überlegungen die Utopie vollständiger Partizipativität, mit dessen Versprechen Internet und Personal Computing antraten, um die Hoffnungen auf eine direkte Demokratisierung des Gesellschaftlichen einzulösen, ging es mir in meiner Argumentation zunächst darum, die historischen Stationen aufzurufen, durch die das Verständnis von Partizipation von einer eben ontologischen oder theologisch konnotierten Teilhabe am Ganzen, auch eines göttlich gegebenen Kosmos, sich wandelte zur universellen und schließlich technischen Kommunikabilität. Seit der Aufklärung avancierte dabei das Ideal der Partizipativität zu einer Schlüsselvokabel für die Ausbildung von Kulturen der Gleichheit. Die Errungenschaften der damit verbundenen Rationalisierung, und das lässt sich durchgängig im 19. Jahrhundert beobachten, werden dann ins Technologische transferiert und an die Technologie abgetreten, die fast alle Grundsätze wie auch alle Visionen der Aufklärung übernahm, allerdings im technischen Gewand, nämlich die Befreiung von Unbildung, von Not und Armut, Wohlstand für alle sowie Gleichberechtigung und unbegrenzten Zugang und Austausch von Waren und Informationen. Das alles sind Abwandlungen eigentlich von Idealen der Aufklärung. Allerdings,
Und das war sozusagen meine Schlussfolgerung aus dem knappen historischen Abriss. Besitzt die Technologisierung zugleich eine Rückseite, eine Schattenseite sozusagen, the dark side of the moon, die bewirkt, dass es um deren Schicksal vor allem im Gewebe, also das Schicksal sozusagen dieser Aufklärungsvisionen im Gewebe digitaler und vernetzter Strukturen eben schlecht bestellt ist. Das gilt umso mehr im Zeitalter von Web 2.0. Dabei besteht das Neue nicht so sehr in einem massierten sozusagen Webpräsenz oder im Instant Messaging und des direkten Austauschs über Plattformen. Das gab es als Vorformen bereits seit den späten 1990er Jahren und leitete ja bekanntlich die erste identitätspolitische Phase des Internets ein, wie sie dann besonders Sherry Turkle beispielsweise beschrieben hat. Vielmehr liegt das Neue der sogenannten sozialen Netzwerke im ungehemmten Posten, Bloggen und Twittern über die unterschiedlichsten Plattformen, die jedem User erlauben, jeden beliebigen Inhalt und weitestgehend abseits von aller Zensur selbst hochladen zu können. Egalität erstreckt sich dann nicht nur auf die Zugänge, sondern auch auf die Gehalte, ob sie nun wahr oder falsch, berechtigt oder infam, diffamierend, dumm oder unterstützend sind. Was mithin die frühen Medientheorien, also ich denke jetzt an die ganz frühen, Anfang des 20. Jahrhunderts, an Brechts Kritik des einseitig kanalisierten Radios oder Hans-Magnus Enzensbergers Hoffnung auf den kybernetischen Rückkanal oder Wilhelm Flussers Telematik, was also diese frühen Medientheorien noch als Visionen eines kommenden Zeitalters heraufbeschworen und hervorkommen sahen, scheint damit inzwischen die kühnsten Träume überflügelt zu haben. Seither ist die Menge anfallender kommunikativer Akte, die nicht umsonst an das Konzert eines anhaltenden Gezwitschers, also Twittern ist ja Zwitschern, gemahnt, ins Uferlose angewachsen und nähert sich dem Punkt eines indifferenten Rauschens. Doch geht es dabei, das will ich ausdrücklich betonen, nicht um den kulturkritischen Befund dessen, was George Steiner einmal als ununterbrochenes, unartikuliertes Gebrüll charakterisiert hat, sondern im Sinne einer kritischen Theorie des Medialen um eine Untersuchung der impliziten Strukturen des vermeintlich sozialen Webs und seiner Effekte. Insonderheit dessen, was sie in ihrer Ermöglichung gerade verhindern. Und diese Dialektik ist für mich eben interessant. Es geht mir buchstäblich um diese Dialektik, die dem digitalen Dispositiv selbst eingeschrieben ist. Ihre Analyse kann indessen nur exemplarisch geschehen, deswegen beschränke ich mich auf einige Züge der großen Plattformen, vor allem auf Facebook und Instagram. Und auch das nur in Bezug auf die Rolle und das Versprechen von Partizipation. Das ist ja der Punkt, um den es mir geht. Tatsächlich scheint in ihnen ja die Partizipativität prominent verankert zu sein und insbesondere sogar programmatisch realisiert zu sein. Mit programmatisch meine ich auch über die technischen Programme selber. Das gilt vor allem durch die Ökonomien des Teilens in Facebook, buchstäblich da. Das Netzwerk verleiht ihnen dadurch Gewicht, dass man mittels entscheidungslogischer Tools gegenüber geposteten Informationen Likes und Dislikes verteilen kann. Anders gewendet, Partizipation entpuppt sich im Rahmen von Facebook, aber auch von anderen Netzwerken nicht als Teilhabe oder Anteilnahme, auch nicht als Teilnahme an immer schon symmetrischen oder je nachdem asymmetrischen responsiven Kommunikationsstrukturen, sondern als formale Verteilung binärer, das heißt auch positiver oder negativer Oppositionen, für deren Zuteilung wiederum ein Mausklick genügt, der selbst binär modelliert ist.
Also wir haben eine implizite mathematische Kontur, die sozusagen, jetzt übertrieben gesagt, die Teilhabe auf Likes und Dislikes, also eine binäre Operation beschränkt. Weniger problematisch für unseren Kontext erscheint mir dabei, dass mittels solcher Shares billige Daten für ökonomische Zwecke produziert werden und dann auch von Facebook verkauft werden, oder dass sich qua Nutzungsbedingungen jeder User einer Kontrolle durch das Unternehmen aussetzt. Das ist jetzt für meine Argumentation erstmal zweitrangig. Problematischer erscheint mir vielmehr, welche Ethik des Sozialen buchstäblich auf diese Weise festgeschrieben und stabilisiert wird und wie sich diese, wenn wir der Annahme sowohl von Levinas als auch von Derrida folgen, zu einer für die Konstitution von Sozialität maßgeblichen Ethik sowohl der Responsivität als auch der Gabe verhält. Denn die Likes und Dislikes sind ja quasi Gaben. Denn in der Tat erscheint der Topos der Alterität kein adäquates Korrelat in sozialen Netzwerken zu finden, soweit sich die Art von Kommunikation, wie sie sich darin ergibt, auf die sie sich stützen und die sie zulassen, sozusagen ihre immer schon mathematische Modellierung lediglich auf die Abgabe von Posts und die Rückgabe von Likes und Dislikes beschränken, deren Form sich überdies durch die Möglichkeit der Programme und ihre zugrunde liegenden Algorithmen selbst noch einmal als präfiguriert und restringiert erweisen. Das Netz bewegt sich dann immer schon auf einer nachgeordneten Ebene, die auf keine Weise erlaubt, die Frage nach einer Ethik des Sozialen weder in einem Habermasschen Sinne noch in einem Levinaschen Sinne auch nur zu stellen. Und dieses auch nur zu stellen, also die Unmöglichkeit, ist auch nur diese Frage auch nur zu stellen, das ist eigentlich die eigentliche Problematik. Mehr noch, die sogenannten sozialen Netze erzeugen eine Form von Sozialität, die erstens ihren Ausgang davon nimmt, dass ihre User sich in die Programme inskribieren und selbst präsentieren, bevor sie auf andere Bezug nehmen oder sie als solche auch nur gewahren. Das heißt, erst mit einem Account und, wenn man einen Account hat, mit einer Identität, die dieser Account vorschreibt, sei nun diese Identität echt oder gefaked, kann man in einem Netzwerk Freunde finden, also Beziehungen herstellen, also Sozialität konstituieren. Freunde, die sich dazu ebenfalls mit einer Identität veröffentlicht haben. Das Programm verspricht, zitiere, Facebook ermöglicht dir, mit den Menschen in deinem Leben in Verbindung zu treten und Inhalte mit diesen zu teilen. Da hat man wieder diese Partizipation. Es fragt, wieder wörtlich, Passwort vergessen, was machst du gerade, und fordert auf, beziehungsweise schlägt vor, registrieren, anmelden, vervollständige deine Daten, Personen, die du vielleicht kennst. Das ist jetzt das Sozialgeschehen sozusagen à la Facebook. Und danach geht es um, ich zitiere wieder, gefällt mir, kommentieren, teilen. Es ist folglich die Struktur der Programme, die geradezu zu einer Ökologie und einem ökologischen Verhältnis zum anderen auffordert. Erst sich sichtbar machen und dann posten. Zweitens sind die Modi solcher Ökologie ebenfalls programmiert. Dafür bietet Instagram mit dem Posten von Fotografien überraschende Augenblicke ein Beispiel, denn die spektakulärsten Selbstinszenierungen folgen im Aufwand, sich einen singulären und nur höchst schwer nachzustellenden Moment sozusagen darzustellen, dem verzweifelten Versuch geradezu in den massenhaften anderen Selbstinszenierungen überhaupt noch aufzufallen, was insofern notwendig scheitern muss, als solche Überbietung und Selbstüberbietung bereits dem Programm und dem, was es erlaubt und was es nicht erlaubt, folgen. Daher auch der stereotype Charakter dieser Aufnahmen. Also man muss das nur mal durchblättern und statistisch sozusagen auffächern, dann sieht man, wie stereotyp diese vollkommen schrägen und auffallenden, scheinbar schrägen auffallenden Aufnahmen sind. Anders ausgedrückt,
die derart präsentierten Identitätsbilder bilden instrumentelle Versionen einer Gesichtigkeit, welche ein Ich nur behaupten, um in die Öffentlichkeit zu gehen und nicht um sozusagen in soziale Einlass zu erhalten. Drittens, schließlich bringt die digitale Kommunikation eine in einer Weise maßlose und empathiefreie Kommentierung hervor, sodass jeder Vergleich zur Schriftkultur eigentlich nur erstaunen kann. Und dieser Vergleich mit der Schriftkultur wird ja immer wieder gemacht. Im buchstäblichen Sinne verantwortungslos, also ohne Antwort und auch ohne Verantwortlichkeit und ohne Rücksicht auf die Verletzlichkeit des anderen oder auch nur den Gedanken an mögliche Auswirkungen außerhalb des Netzwerkes zu verschwenden, scheint die Praxis der Postings von sozusagen einem abgetrennten Raum ohne Bezug zur analogen Welt auszugehen, sodass es eine Sozialität außerhalb von Sozialität reklamiert, eine Sondersozialität, gleichsam ein unüberschaubarer, sich in eine labyrinthische Tiefe erstreckender zweiter Raum, ein On-Leben eben, das zum Off-Leben der eigentlichen gesellschaftlichen Welt nur eine lose Berührung unterhält. Selbst wenn ein inkriminierter Sachverhalt, einer, der disliked wurde oder einen Entrüstungssturm auslöste, bereits widerlegt oder relativiert worden ist, oder sogar wenn sich die betreffende Auslöserin eines Shitstorms entschuldigt oder es sich überhaupt um eine Fehlinterpretation handelt oder zwei Kontrahenten ihren Streit inzwischen längst beigelegt haben, der Post wird gnadenlos weiterzitiert, geteilt, geliked, disliked, als ob die Adressaten keinerlei Bindung zu einem anderen Leben hätten. Eine Abtrennung regiert das, was Sherry Turkle einst als Leben im Netz bezeichnete, das offensichtlich einen Zwang zur Steigerung, zur Forcierung auflöst, um geradezu in ein Potlech der Zirkulation zu münden, der die Frage danach aufwirft, wie die Gestalten mediierter Gesichtigkeit überhaupt noch in den unerbittlichen mathematischen Formalismus der Programme und das, was sie ermöglichen oder verunmöglichen, einbrechen kann. Ich möchte mit dieser letzten Bemerkung noch einen ganz kurzen Schlusspunkt anfügen als Ausblick, der vielleicht etwas weiter ausgreift, der uns aber in einem großen Bogen wieder zu dem zurückführt, womit ich begonnen habe, nämlich mit der anfänglichen Verquickung von Cyberculture und Counterculture und den Chancen möglicher Partizipation im Netz für die Entwicklung einer eigentlich demokratischen Gesellschaft. Denn dass wir es mit einer strukturellen Entkopplung, wie ich zuletzt gesagt habe, eine Differenz zwischen zwei Welten zu tun haben, die schon sprachlich durch die Metaphern des Surfens und des Eintauchens in eine virtuelle Realität oder Offline-Gehen, Online-Gehen angezeigt werden, führt gleichzeitig dazu, dass die Geltung und Realität geposteter Nachrichten ein seltsames Eigenleben fast eine Sonderexistenz führen, die die Frage nach ihrer Referenzialität obsolet erscheinen lassen. Dann stehen im Netz wahre, falsche, fiktive, boshafte, vernichtende oder überflüssige Informationen unverbunden nebeneinander, ohne auch nur die Chance zu haben, sie angemessen bewerten zu können und produzieren damit das, was man mit dem Unwort des Postfaktischen begonnen hat, auszulegen. Die Postfaktizität gewährt dabei jeder Lüge Einlass, und zwar so, dass sie als Lüge eben keine Folgen mehr hat. Und das ist das Beunruhigende. Nicht die Tatsache ihrer Unüberschaubarkeit, also das heißt in diesem ganzen Gewirr überhaupt noch Orientierung zu finden, ist dabei von gelang, sondern das Fehlen jeglichen Kriteriums oder auch nur der Möglichkeit einer Urteilsfähigkeit oder einer Ausbildung von Urteilsfähigkeit, die ihre Scheidung von Wahrheit oder Richtigkeit und Unrichtigkeit erlauben würde. Das heißt auch, nicht die zum Allgemeingut depravierte Auffassung, die Wahrheit existiere nicht, beziehungsweise sei per se eine soziale Konstruktion, die ja auf dem Missverständnis beruht, dass wir dennoch zumindest eben
den Sinn für die Wahrheit als ein einschränkendes Prinzip haben müssen, um überhaupt angemessen miteinander kommunizieren zu können, auch wenn das Wahre als solches immer unsicher bleibt. Nicht das bildet das Problem, um nicht missverstanden zu werden. Vielmehr glaubt man, wenn ein solcher Sinn verloren gegangen ist, wenn es diesen Sinn als sozusagen ein einschränkendes Prinzip nicht mehr gibt. Man glaubt dann, frei nach Gilbert Chesterton, The Prince of Paradox sozusagen, nicht mehr an nichts, sondern umgekehrt, man glaubt unterschiedlos alles. Und dass alles gleich möglich ist, gleich möglich erscheint oder unwahrscheinlich, wahrscheinlich wahr oder unwahr sein kann, dieser Beliebigkeit des Scheins hat sich inzwischen buchstäblich entgegen der Verknüpfung von Cyberculture und Counterculture die Gegenpartei bemächtigt, der politische Populismus nämlich, der denselben rüden, unethischen Umgangston pflegt, wie er in den digitalen Netzwerken seit nunmehr mindestens 15 Jahren sich etabliert hat. Mehr noch, er hat sich sogar den Parolen des Partizipativismus und der direkten Demokratie bemächtigt, um sie für seine Zwecke auszunutzen und umzuwenden. Und dabei fällt auf, dass die Verschiebung, die vorgenommen wird, lediglich in einer Winzigkeit besteht, aber die doch entscheidend ist. Denn wenn sich das sogenannte Volk artikuliert und offensichtlich von sich behauptet, stets die Wahrheit zu sprechen, und wenn es mittels dieser Behauptung die Politik auffordert, ihm Gehör zu schenken und das mit jeder bereitwilligen Unwahrheit, die dargeboten wird, dann beruft es sich gerade nicht mehr auf die unerlässliche soziale Verbürgung von Kommunikation, so wenig es im Namen seiner vermeintlichen rechthaberischen Souveränität den Legalismus anerkennt. Daher lautet meine These zusammengefasst, und das ist jetzt der letzte Satz, dass mit der spezifischen Gestalt, die die Technisierung der Kommunikation inzwischen in den sozialen Netzwerken gewonnen hat, in genauer Umkehrung zu der einstigen gegenkulturellen Offensive und den mit ihr verbundenen Utopien direkter Demokratie etwas auf den Weg gebracht worden ist, was heute in der politischen Katastrophe mündet. Bildet umso mehr eine Katastrophe, als das Netz, das den Beinamen sozial trägt, von der Bedeutung des Sozialen und seiner regulierenden Kraft keinen angemessenen Begriff mehr besitzt. Vielen Dank.